Wenn ihr ready seid, dreh ich die Uhr wieder um. Aber warte. Ja. Ist es jetzt gut für mich, Sachen zu erraten, oder ist es schlecht für mich, Sachen zu erraten? Okay, oh, wenn ihr ready seid, bin ich's auch. Ich bin ready, wenn der Helm ready ist. Okay, gut. Zum Start des Spiels wird was gemacht? Ein Sprungball. Danke. Es gibt 5... damn. Der Junge, der meistens mit dem Ball auf dem Feld rumrennt. Der Point Guard. Danke. Wow. Das ist auch nicht schlecht. Stark. Um 1, 2 oder 3 Zähler zu bekommen, ja, muss der das Runde muss wo rein? In den Korb. Ja, danke. Stark. Es ist eine der schlimmsten Sachen im Basketball. Nein. Time ist up. Ach so. Ja, es geht auf Zeit, klar. Ach so, ich dachte, ich konnte noch. Also Kevin hat 3 Begriffe erraten, beziehungsweise du hast 3 geschafft zu erklären. Jetzt tauschen wir einmal. Nimm vielleicht nicht das oberste, weil ich glaube, den kennt er jetzt. Als Joker. Wenn ihr ready seid, dreh ich die Uhr wieder um. Aber warte. Ja. Ist es jetzt gut für mich, Sachen zu erraten, oder ist es schlecht für mich, Sachen zu erraten? Ich glaube, eigentlich spielt ihr miteinander. Also. Weil es hier mehr Begriffe hier grundsätzlich. Okay. Du hast recht. Okay. So. Okay. Go? Cool. Mhm. Ja, wenn du mit dem Ball einfach in der Hand losläufst. Schrittfehler. Zack. Boah, das war smart. Smart erklärt. Ja. Wenn du den Ball nimmst und zwar ich den Pass, aber in Richtung Korb. Ah, shit. Die beste Zeit der Saison? Playoffs. Spencer ist zum Beispiel ein ganz guter Schütze von der Dreierlinie. Oder von der Linie. Freie Linie. Ja, gibt noch ein paar andere Begriffe dafür. Ist so ein Ami-Begriff. Ist zum Beispiel Innenstadt oder sowas. Patrick. Was? Wow. Mehr Tipps kann ich eigentlich nicht geben dazu. Das ist wirklich. True. Soll ich aber weitermachen? Wenn er nicht so machen wir das zu früh. Was wir alle lieben, wir spielen gerne Basketball. Ja, natürlich. Und Time's up. Ja, okay. Time's up. Das war von Downtown. Aber manchmal, wenn man irgendwie auf dem Frau steht. Ach, deswegen habe ich auch nur gesagt Innenstadt. Ja, der ich war gut. So Innenstadt. Deswegen dachte ich so Innenstadt, nicht so. Ich glaube, Stadtviertel habe ich draufgeschrieben, dass man es nicht sagen darf. Ne? Innenstadt, ja, aber da, Innenstadt. Ja, da wäre ich dann auch drauf. Ist kein Fehler, oder? Das sagen die Amis so, finde ich auch gut. Ja, gut. Okay, tipptopp, das war's tatsächlich schon. Ja, gut, solide würde ich sagen. Ne? Ja. Hat nur gut gemacht. Ja, fand ich auch.